Zurück am mystischen Ort. Die Kabine in der Glückaufkaufbahn. Klaus Fischer, Tommy Kruse, Rüdiger Abramczyk. Jungs, wie ist das hier in der Kabine zu stehen? Ich gehe jetzt auf meinen Platz zurück. Ist 52 Jahre her. Da hast du Tore gemacht. Wir haben Fließband. Ja, Wahnsinn. Ja, Tommy, wo warst du? Weißt du das? Ich war, bei mir war es so, ich habe meinen ersten Profitag gehabt. Also mein erstes Training, und da war drüben eine große Kabine, wo jetzt Leute waren wie, sag mal, Thomas Lander oder Dörrmann und so weiter, die schon 2-3 Jahre auch dabei waren. Und ich hatte meinen ersten Tag, und Charlie Neumann kam rein und zeigte so auf mich und sagte, du, mitkommen. Dann bin ich aufgestanden und hinterher, und er sagte, wollen Sie die Tasche nicht mitnehmen? Ich erst mal geguckt, ich sage, oh, was ist denn jetzt los? Ich die Tasche genommen. Bin hier rüber, habe ich den ersten Spind gekriegt, habe ich mich erstmal hingesetzt, und überall nur Nationalspieler, ich war 18 Jahre alt, ne? Erstmal Klappe gehalten, erstmal geguckt, was passiert, ne? Und ja, war an für sich ganz lustig. Ne? Da drüben in der Kabine habe ich dann hinterher ein bisschen Probleme gehabt, wenn da 2-3 Jahre schon Leute saßen, ich kam neu, ne? Habe schon hier einen Spind gekriegt, das war schon was Besonderes, ne? Das war schon ein Fingerzeichen. Ne? Aber ich habe ja im ersten Jahr auch 25 Spiele mit 18 in der ersten Liga gemacht, ne? Und deshalb habe ich wahrscheinlich den Spind gekriegt. Ja. Und Abi mit 17 Debüt, ne? Ah, aber ja, vorher... Jörg, aber du darfst nicht vergessen, ich war ja schon mit 16 dabei. Und ich habe auch eine schöne Kabine gehabt, für mich ganz alleine. Ja? Ich durfte einmal mit dem Herrn Kawicki, durfte ich hier einmal durch die Kabine gehen, wo die Jungs draußen waren. Und dann hatte ich mir eigentlich schon einen Spind ausgesucht gehabt. Und da habe ich auch schon ein Auge drauf geschmissen. Ich weiß noch, das war da hinten gewesen, in der Ecke, nicht so ganz so weit vom Klaus entfernt. Ja, ja, beim Tannen. Und dann hat der Kawicki gesagt zu mir, so mein Junge, komm, jetzt zeig dir mal deine Kabine. Und dann sind wir hier raus. Und die erste Kabine gleich hier so, hier rein. Und da war eben der Geräteraum. Und da war ich, und meine eigene Kabine hat der Kawicki einen Nagel genommen und patsch. Und hat gesagt, so Junge, hier ziehst du dich um. Ja, und das dauerte dann ein Jahr, habe ich dann darin gewohnt, in meinem eigenen Kabine, als Einziger. Und mit 17 durfte ich dann nachher langsam, aber sicher dann auch mal einen Spind gekriegt zu haben. Das war schon ein großes Ding. Ne? Also, ihr wisst Bescheid, klein fängt man an und groß hört man auf.